reich ist man genau so, wie man sich fühlt. Ich fühle mich gut. Ja, mein Name ist Robert Geis und ich mache jetzt dasselbe, wie die Carmen vorher schon gemacht hat, nämlich googeln. Ist Robert Geis wirklich reich? Ja, das behält der liebe Robert für sich. Reich ist man genau so, wie man sich fühlt. Ich fühle mich gut, also werde ich auch weiter so leben wie bisher. Was haben wir denn jetzt hier? Wie ist Robert Geissens, jetzt kommt die Mehrzahl, reich geworden? Reich geworden bin ich durch Arbeit, durch Fleiß. Ich habe damals eine Textilfirma gehabt, die ich sehr, sehr gut verkauft habe. Und seitdem genieße ich eigentlich mein Leben. Warum ist Robert, jetzt kommt der Geissen wieder, so reich? Das ist ja wieder dasselbe. Wo ist Robert Geiss geboren? Der Robert Geiss ist genauso wie die Carmen, weil wir haben uns ja schon sehr jung kennengelernt, in Köln geboren. Und ich bin genauso stolz wie die Carmen darauf, Kölner zu sein. Wie alt ist Robert Geiss? Am 29. Januar werde ich 54 Jahre alt. Ja, eigentlich mittendrin, bis 66 habe ich noch ein bisschen Zeit, bis es dann auf die Halle geht. Was haben wir noch? Wie groß ist Robert Geiss? Robert Geiss ist genau 10 cm größer als Carmen Geiss. Ich bin 1,78 groß und habe eigentlich auch nicht vor zu schrumpfen. Man sagt ja, im Alter schrumpft man, aber okay, das wird sich wahrscheinlich erst mit 70 einsetzen. Durch was ist Robert Geiss reich geworden? Das ist ja dieselbe Frage, die wir oben schon wieder hatten. Durch Textilien, durch Fleiß, durch Ehrgeiz. Und ich denke einfach mal, so kann das heute immer noch jeder schaffen.